Once again, welcome to everybody. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Nachgang zur Batteriekonferenz. Welcome to our press conference after our today's batteries conference. Wir beginnen mit Pressestatements von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, anschließend Commissioner Šefčovič und schließlich Minister Le Maire. Wir haben Zeit bis 12.30 Uhr. Minister Altmaier, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Baron, lieber Bruno in Paris, lieber Maros in Brüssel und meine sehr verehrten Damen und Herren vor den Bildschirmen in den Redaktionsstuben. Das ist heute ein ganz wichtiger Tag in der deutschen EU-Präsidentschaft, was mein Ministerium angeht, aber auch was unseren Kampf für Industrie und Klima angeht. Wir haben nämlich soeben die Europäische Vernetzungskonferenz Batterien gemeinsam mit dem Kommissar, gemeinsam mit Frankreich eröffnet. Wir haben mit Elon Musk sprechen können und wir haben in dieser Konferenz Teilnehmer, mehrere tausend Teilnehmer aus Nord- und Südamerika, aus ganz Asien, aus Australien, Indien, Ukraine, Israel, dem arabischen Raum und weiteren Ländern. Das ist das erste Mal, dass Europa sich in dieser Breite und in dieser Intensität in die globale Debatte über Batterien einbringt. Es ist eine Erfolgsgeschichte, für die ich vielen Beteiligten danken muss. Es begann alles mit dem jährlichen CEO-Treffen der französischen und deutschen CEOs in Evian 2018. Damals habe ich ohne mich abzustimmen, ohne auf Probleme und Bedenken zu achten, einfach meine Meinung geäußert, dass wir eine europäische Batteriezellproduktion brauchen. Und zwar nicht nur theoretisch und intellektuell, sondern tatsächlich mit Fabriken, Arbeitsplätzen, Forschung und Entwicklung. Das hat große Folgen ausgelöst. Zum einen bei Maros Šefčovič, der die Europäische Batterieallianz bereits initiiert hatte und dort sehr viele Teilnehmer vereinigt hatte, aber eben noch keine industrielle Produktion daraus geworden war. Bruno Le Maire, der es aufgegriffen hat als ein herausragendes Beispiel deutsch-französischer Kooperation. Und nicht zuletzt die Industrie selbst, die in einem ganz ungekannten Ausmaß darauf positiv geantwortet hat. Wir haben uns Ziele gesetzt. Ich habe im November 2018 ein Ziel vorgeschlagen, dass wir bis zum Jahre 2030 etwa 30% an der weltweiten Batterieproduktion in Europa realisieren wollen, in der Europäischen Union. Viele haben das damals für optimistisch oder ambitioniert gehalten. Heute wissen wir, wir haben eine große industriepolitische Initiative damit ausgelöst. Wir haben dazu beigetragen, dass Europa international ein Ort geworden ist, auf den man blickt, wenn es um Batterien geht. Und das unterstreicht auch diese Konferenz und das enorme Interesse der Teilnehmer. Ziel ist es, dass wir uns austauschen in den kommenden drei Tagen über konkrete Entwicklungen, über Geschäftsmöglichkeiten, über Absatzmärkte, über Richtungen, die sich abzeichnen. Und deshalb war es wichtig, diese Konferenz gemeinsam mit Frankreich und gemeinsam mit Maros Šefčovič zu eröffnen, denn es ist ein europäisches Projekt. Und nur als europäisches Projekt wird es dauerhaft Erfolg haben können. Wir haben erkannt und wir haben auch reagiert, denn Batterien und Batteriezellen sind eine weltweite Zukunftstechnologie. Das haben vor zwei Jahren viele noch nicht geglaubt. Heute wissen wir, dass Batterien überall zum Einsatz kommen werden, von Staubsaugern und Schlagbohrmaschinen angefangen bis hin zu großen Anwendungen in Flugzeugen oder im Schwerlastverkehr. Überall wird geforscht und entwickelt. Vieles hat inzwischen Marktreife erreicht und wir wissen, dass wir eben in Zukunft nur dann auch industriell als Europäer erfolgreich sind, wenn wir in diesem wichtigen Feld der Batteriezellproduktion vorangehen. Wir haben einen
klimagetriebenen Ansatz gewählt, weil es nicht darum geht, einfach nur Batteriezellproduktion zu fördern, sondern wir wollen, wenn schon nicht die billigsten, doch die leistungsfähigsten, die smartesten und auch die nachhaltigsten Batterien in ganz Europa und weltweit produzieren. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Das hat heute in den Eröffnungsreden auch eine große Rolle gespielt. Ich bin überzeugt, und das bestätigen die Marktprognosen, dass wir unser ehrgeiziges 30%-Ziel für 2030 in diesem Bereich erreichen können. Wir haben zwei große europäische Projekte innerhalb von nur 2 Jahren auf den Weg gebracht. Das eine ist diese beiden Projekte, die sogenannten IPCIs, die wichtigen Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse, umfassen insgesamt über 60 Unternehmen aus 12 Mitgliedstaaten. Das sind Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Frankreich, Spanien, Polen, die Slowakei, Schweden, Finnland, Kroatien und Griechenland. Und es sind darunter 16 Unternehmen aus Deutschland, darunter richtig große, wie beispielsweise auch die BASF, die vor wenigen Tagen den Startschuss für ihr Kathodenmaterialienwerk in Schwarzheide gegeben hat. Mittelständler, große Mittelständler wie Varta, viele Automobilproduzenten wie Opel, aber auch VW und BMW. Und das zeigt, dass wir in der Breite angekommen sind. Wir wollen neue Wertschöpfung und damit neue Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie auch im Zeitalter alternativer Antriebe erhalten. Wir haben uns entschlossen, parallel auch eine Wasserstoffstrategie zu starten, weil es Anwendungsbereiche gibt, wo Wasserstoff auch in Zukunft eine große Rolle spielen kann und spielen muss. Deshalb nehmen wir auch Milliarden in die Hand, um Wasserstofftechnologien zu fördern. Aber schon jetzt ist klar, dass die Batterietechnologie eine neue Basisinnovation unserer Volkswirtschaften darstellt. Wir wollen in Deutschland und Europa geschlossene Wertschöpfungsketten von der Aufbereitung der Rohstoffe über die Batteriezellfertigung bis hin zum Recycling. Wir wollen nicht verlängerte Werkbank sein, sondern wir wollen, dass in Forschung und Entwicklung in Europa massiv investiert wird. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ausgangssituation mit dem Geld, das wir zur Verfügung stellen, zunächst 3 Milliarden Euro, perspektivisch bis 5 Milliarden Euro, erreichen wir Investitionen der deutschen Unternehmen in der Größenordnung von 12 Milliarden Euro. Das zeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Wir werden das erste IPCI ist genehmigt, das zweite steht kurz vor der Notifizierung und ich möchte der Europäischen Kommission danken für den sehr konstruktiven Geist, mit dem die Bearbeitung der schwierigen Anträge erfolgt ist. Insgesamt, meine Damen und Herren, handelt es sich um ein europäisches Vorzeigeprojekt. Es handelt sich um ein herausragendes französisch-deutsches Projekt und es ist möglicherweise seit dem Airbus das wichtigste industriepolitische Projekt in Europa. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Projekt auch weiterhin erfolgreich bleibt. Vielen Dank, Herr Minister. Vizepräsident Šefčovič, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Und ich möchte sagen, es ist ein Privileg, dass ich heute über die Reise von Europa sprechen konnte, hin zu einer nachhaltigen Batterieindustrie. Nichts wäre möglich gewesen ohne das Engagement und ohne die Zusammenarbeit aller Stakeholder im Rahmen der Europäischen Batterieallianz, also das heißt die Mitgliedstaaten und Deutschland mit Peter Altmaier und Frankreich mit Minister Bruno Le Maire. Und ich erinnere mich noch gut an eine Konferenz kurz nach dem Lostreten der Batterieallianz. Dort haben wir die IPCEI-Instrumente zum Nutzen der europäischen Industrie auf den Weg gebracht. Und die Allianz bewirkt wirklich etwas vor Ort. In diesen 3 Jahren ist Europa ein wichtiger Hotspot geworden für Batterieinvestitionen und hat gezeigt, dass wir strategische Autonomie in dieser wichtigen Industrie erreichen können. Es gibt 15 Gigafabriken, die in Europa gebaut werden und
Wir sind auf einem guten Weg, der zweitgrößte Produzent für Lithium-Ionen-Batterien bis 2025 zu werden. Wir sollten dann es schaffen, die Bedarfe der europäischen Automobilindustrie zu erfüllen, also 6 Millionen E-Autos zu betreiben pro Jahr. Dieser wichtige Fortschritt ist aber nur der Anfang. Die Europäische Kommission arbeitet jetzt mit voller Kraft an einem neuen umfassenden Regulierungsrahmen für Batterien, um sicherzustellen, dass nur die grünsten, nur die sichersten Batterien auf den europäischen Markt kommen. Das wird nächsten Monat vorgelegt werden, um Ihnen einen Vorausblick zu geben. Es wird 3 Hauptsäulen geben, nämlich einen minimalen CO2-Fußabdruck der Batterien, hohe Recyclingstandards und ethischer, transparenter Einkauf. Viele Investitionen in Batterien kumulieren im Jahr 2023, 2024 und es passiert auch sehr viel Forschung im Bereich E-Mobilität und deshalb müssen wir diesen Regulierungsrahmen sehr schnell annehmen. Wenn das gelingt, dann kann dieser erste globale Regulierungsrahmen wirklich etwas beitragen zu diesem globalen Markt. Zweitens, wir unterstützen auch die Mitgliedstaaten bei der Finalisierung wichtiger Projekte im gemeinsamen europäischen Interesse unter deutscher Führung. Das ist ein sehr wichtiges Instrument unserer Toolbox und hilft öffentlichen und privaten Akteuren aus verschiedenen Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten und Innovationsprojekte grenzüberschreitend zu schaffen. Und das hat Spillover-Effekte auf verschiedene Bereiche. Wir fördern auch Investitionen in die Produktion von Batteriematerialien und Ausrüstung in Europa und verbessern so unsere Resilienz bei den Rohmaterialien. Die Rohmaterialallianz und die erfolgreiche Batterieallianz zeigen schon die ersten Ergebnisse. 23 Investitionsprojekte im Wert von 7,5 Milliarden sind als Prioritäten in den Mitgliedstaaten ausgewählt worden. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir sollten uns daran erinnern, dass unsere Wettbewerbsstärken eben in der Batterieallianz liegen. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir auch Innovationen fördern. Das neue Horizon Europe-Programm fördert zum ersten Mal 2 Projekte im Bereich Batterien. Meine Damen und Herren, als wir die Europäische Batterieallianz im Jahr 2017 schufen, haben viele Menschen nicht geglaubt, dass wir eine nachhaltige Batterieindustrie aufbauen können in Europa. Aber heute sehen wir, dass es nicht nur möglich ist, sondern dass es schnell eine Realität wird und dass wir unsere Anstrengungen verstärken. Das muss weiterhin ein gemeinsames Unterfangen sein. Deshalb freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Deutschland, mit Herrn Altmaier, mit Frankreich und Bruno Le Maire, Italien und anderen Akteuren. Vielen Dank. Hallo, lieber Peter, lieber Marus, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ich euch jetzt wieder treffe hier bei dieser Pressekonferenz. Ich werde noch einmal kurz wiederholen, was Peter Altmaier und Maros Sefcovic bereits gesagt haben. Wir glauben, dass dieses Industrieprojekt mit den Batterien das größte europäische Industrieprojekt ist, dass es das ehrgeizigste Projekt ist, das am meisten Mehrwert schafft und am besten sich als Garant eignet für unsere technologische Souveränität. Es entspricht auch dem Willen des französischen Staatspräsidenten, die Wiederansiedlung von Industrien in Europa zu fördern, dass wir also industrielle Aktivitäten wieder ansiedeln in Frankreich auf der Grundlage von Aktivitäten, die wertschöpfend sind. 17 Unternehmen haben an diesem ersten IPCEI-Projekt teilgenommen. Kann bitte jemand die englische Übersetzung abschalten? Ich verstehe das. Seit Jahren arbeiten wir schon gemeinsam an diesem Projekt und ich möchte in diesem Zusammenhang der Europäischen Kommission danken, auch für dein persönliches Engagement, lieber Marus, für dieses IPCEI-Projekt.
Wir haben jetzt 5 Milliarden Euro zur Verfügung, um erste Produktionsstätten in Frankreich und Deutschland aufzubauen. Ich erinnere daran, dass eine erste Pilotfabrik in Versailles durch den Staatspräsidenten eröffnet wurde. Eine zweite Fabrik wird in Douvrin in Nordfrankreich eröffnet werden im Jahr 2023. Und eine weitere Fabrik wird im Jahr 2024 in Deutschland eröffnet werden. Hier werden wir tausende neue Arbeitsplätze in der Industrie für Frankreich und für Deutschland schaffen und für alle europäischen Länder. Jetzt wollen wir also dieses europäische Engagement zugunsten der europäischen Industrie verstärken. Und wir möchten ein neues Projekt, ein neues IPCEI-Projekt schaffen, also ein gemeinsames Projekt von europäischem Interesse. Hieran sind 12 Unternehmen aus 50 Ländern beteiligt. Dieses Projekt ermöglicht die Entwicklung von Batteriezellen. Das Ganze soll 2021 starten. Was ist das politische Ziel dieses Engagements für Batteriezellenproduktion? Zunächst einmal die technologische Souveränität. Wir wollen nicht von Wertschöpfungsketten abhängen, die zu einem Drittel aus China oder Asien herkommen. Das wäre das Ende der europäischen Automobilindustrie. Wir können also nicht akzeptieren, dass ein Drittel der Batterieproduktion in asiatischen Ländern stattfindet. Das heißt, wir wollen also die Technologie und das Know-how wieder in Europa ansiedeln. Zweitens wollen wir den Wandel auf dem Automobilmarkt verschnellern. Insbesondere in Frankreich haben wir es zurzeit mit einer Verstärkung des Kaufs von Elektrofahrzeugen zu tun. Und schließlich als drittes Ziel haben wir das Ziel, den ökologischen Wandel voranzutreiben. Das heißt, wir wollen Batterien entwickeln und herstellen, die umweltverträglich sind. Das heißt, es gibt hier eine Komplementarität zwischen Wiederansiedlung der Industrie und Beschleunigung des ökologischen Wandels. Und wenn wir den ökologischen Wandel beschleunigen wollen, dann brauchen wir unsere eigene Technologie, die sauberer ist und insgesamt besser ist, als die aus den Ländern kommt, von denen wir zurzeit von deren Importe wir zurzeit abhängen. Wir wollen also unseren europäischen Mitbürgern Batterien anbieten können, die den geringsten CO2-Abdruck weltweit haben. Hier wollen wir auch mit Transparenz vorangehen. Wir werden also ein europäisches Label schaffen zum CO2-Abdruck, sodass der Verbraucher beim Kauf eines Fahrzeugs die Möglichkeit hat, den CO2-Abdruck genau nachzuvollziehen. Und ab 2024 wollen wir auch die Batterien mit dem geringsten CO2-Fußabdruck herstellen können. Damit wollen wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also von dem Abbau der Ressourcen bis hin zum Recycling, die beste Qualität und den besten ökologischen Fußabdruck garantieren. Ich bin davon überzeugt, dass unser ökologischer Anspruch ein industrieller Erfolg werden wird. Je mehr wir uns um ökologische Ansprüche kümmern, umso mehr werden wir unsere Industrien stärken können und den Erwartungen unserer Verbraucher entsprechen können. Wir erwarten nun von der Kommission die Verabschiedung einer Verordnung zu diesem Thema. Zu Schluss noch ein Wort, um Ihnen zu sagen, wie sehr mich die Europäische Allianz für die Batterien freut. Und dies zeigt von Anfang an, dass Europa den Kampf um die industrielle Souveränität gewinnen kann, wenn es vereint vorangeht. Wir wollen also nicht komplett von chinesischer oder amerikanischer Produktion abhängen. Wir können selbst mit unseren eigenen Industrien, mit unseren eigenen Unternehmen, mit unseren eigenen Forschern Produkte hervorbringen auf unseren Hoheitsgebieten, in unseren Ländern, die uns die industrielle Souveränität im 21. Jahrhundert garantieren werden. Vielen Dank an alle, vielen Dank lieber Peter, vielen Dank Maros. Ich freue mich wirklich sehr über diese gemeinsame Initiative und wünsche allen viel Erfolg. Eine Frage von Amlax und Politico aus Brüssel an Vizepräsident Šefčovič. Es geht um den Zeitrahmen. Politico und Amlax fragen,
Wir haben heute Morgen der Konferenz Folgendes verstanden, dass das zweite Batterien-IPCEI Ende des Jahres auch beihilferechtlich genehmigt werden wird. Ist das der Zeitraum, was passiert danach? Und könnten Sie uns etwas neu sagen zum Wasserstoff-IPCEI? Vielen Dank. Ich habe die Frage verstanden. Vielen Dank, dass ich dazu etwas sagen darf. Wir finalisieren die letzten Schritte des zweiten IPCEI. Es wird von Deutschland angeleitet und ich würde sagen, dass es jetzt auf die Interaktion ankommt, dass wenn Deutschland und die Kommission und die Unternehmen zusammenarbeiten, also die ideale Situation wäre für uns, wenn diese Pränotifizierung schnell erfolgen könnte, nämlich vor Ende des Jahres. Der Prozess ist weit fortgeschritten und Margarete Vestager möchte auch, dass dieser Prozess so schnell wie möglich abgeschlossen wird. Zum Wasserstoff-IPCEI, da gab es auch einen sehr erfolgreichen Start. Also die Allianz wurde auf den Weg gebracht und die arbeitet ähnlich wie die Allianz der Batterien oder die Allianz bei den Rohmaterialien. Wir unternehmen gerade die ersten Schritte. Wir bereiten die ersten passenden Projekte vor. Also wir sind gerade bei den ersten Schritten. Wie wir heute aber gehört haben, heute Morgen, sind Wasserstoff und Batterien Komplementärtechnologien. Wir müssen bei beiden stark sein. Und ich bin mir sicher, dass sobald die Projekte vorbereitet sind, die Kommission sofort den Prozess beginnen wird mit den relevanten Unternehmen und Mitgliedstaaten. Vielen Dank. Minister Altmaier, wollen Sie etwas hinzufügen? Ich kann das bestätigen, was Maro Šefčovič gesagt hat. Ich bin im ständigen Kontakt auch mit Margarete Vestager. Wir wollen, dass dieses zweite IPCEI möglichst bald nicht nur beantragt, sondern auch genehmigt werden kann. Was sehr spannend war heute in der Konferenz, Elon Musk hat ja sehr ausführlich Stellung genommen und auf Fragen geantwortet. Und er hat in dem Zusammenhang auch erklärt, dass er zu seinem Investitionsvorhaben in Brandenburg steht und dass es vermutlich eine der größten Gigafactorien überhaupt werden wird, sicherlich die größte im gesamten oder möglicherweise auch die größte im gesamten Tesla-Konzern. Dann nehmen wir eine zweite und abschließende Frage. Ich bündle die deutschen Korrespondenten, die fragen alle zu Tesla, Bloomberg, FAZ, Die Welt, alle fragen zu Tesla und die Frage richtet sich an Minister Altmaier. Herr Altmaier, mit welcher Förderung kann Tesla für das nun angekündigte Batteriezellwerk in Deutschland rechnen? Wenn es das größte wird, das Tesla bisher je gebaut hat, dann können Sie ausrechnen, dass es eine beträchtliche Förderung sein wird. Aber wir bleiben unserer Tradition treu. Erst wenn die IPCEIs beantragt und genehmigt sind, werden wir Einzelheiten öffentlich bekannt machen. Ich habe noch vor wenigen Tagen mit Elon Musk telefoniert über den Stand der Arbeiten. Wir haben heute mit ihm diskutiert. Er wollte ursprünglich eine Videobotschaft aufzeichnen lassen, hat sich dann entschieden, persönlich an der Konferenz teilzunehmen. Das war eine ganz wichtige Bestätigung dafür, dass unsere Zusammenarbeit auf einem guten Weg ist als Europäer, auch mit Elon Musk. Und ich will an der Stelle hinzufügen, weil es ja auch sehr viele Unternehmen aus Asien gibt, die in Deutschland investieren, S-Volt zum Beispiel oder Kattel. Wir sehen das Ganze nicht als entweder oder, sondern sowohl als auch. Wenn wir ein starker Batteriestandort werden wollen, dann brauchen wir eben sehr, sehr viele Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Regionen, die Expertise und Know-how nach Deutschland und nach Europa bringen. Das geschieht im Augenblick. Und im Übrigen ist es so, dass wir immer Wert darauf legen, für unsere Fördergelder, dass am Standort eben auch Research and Development, Forschung und Entwicklung geschieht. Wir begrüßen auch Unternehmen, die das nicht tun, aber wir legen großen Wert darauf, dass wir unsere Förderung danach ausrichten, dass sie mit Innovation verbunden ist und dass sie uns technologisch voranbringt.
Vizepräsident Šefčovič, wollen Sie jetzt etwas hinzufügen? Peter hat alles gesagt und ich habe wirklich interessiert zugehört, welche Pläne Tesla und Elon Musk verfolgen in Deutschland und in Europa. Ich glaube, unser Ehrgeiz für die Zukunft ist, dass die sichersten, die grünsten Batterien und Autos in Europa weiterhin produziert werden. Und ich bin mir sicher, dass die Investition von Tesla in Deutschland, und Sie sagten auch, dass Sie wirklich an einem neuen Design arbeiten wollen, auch bei Batterien, dass das auch den Wettbewerb anregt und sicherstellt, dass die besten Batterien auf dem Gebiet der Europäischen Union produziert werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich sage herzlichen Dank, Vice President Šefčovič. Vielen Dank, Herr Minister Altmaier. Vielen Dank für Ihr Interesse.